Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit einer weiteren Folge Hong erklärt. Dem Format, wo ich versuche, unter einer Minute irgendwas zu erklären. Heute erzähle ich euch was zu Shinies, weil Hong ist ja wiedergekommen und viele haben mich gefragt, gibt es den auch wieder Shiny? Und außerdem gibt es momentan 5 neue Shinies für das Event und das Event dauert nicht mehr lange. Und da werde ich auch oft gefragt, ob es die Pokémon nach dem Event immer noch als Shiny gibt. Und die Antwort ist ganz kurz: Ja, alle Pokémon, die einmal als Shiny gekommen sind, gibt es für immer als Shiny. Nur während des Events ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, eins zu bekommen. Aber sobald das Event zu Ende ist, gibt es immer noch die Chance, das jeweilige Pokémon als Shiny Pokémon zu fangen. Das heißt, es gibt immer noch Shiny Kappador, Shiny Pikachu, rein theoretisch auch Shiny Lugia und Shiny Zapdos, Shiny Kyogre. Nur bei den Legendären ist es halt so, die gibt es halt momentan nicht in den Raids. Aber sonst würde es die immer noch Shiny geben. Das heißt, wenn sie irgendwann mal wiederkommen und die waren davor schon mal Shiny, dann gibt es die wieder als Shiny. Also, die Shinies kann man nicht nur während des Events fangen, sondern immer, wenn sie einmal eingeführt wurden. Aber das war's von mir. Ich hoffe, das hat einigen die Frage beantwortet. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.